Grüezi. Der Bekannter von mir ist Hobby-Imker. Macht aber schon erklecklich was her. Also ist schon gut dabei, eine Menge Honig, die produziert wurde. Und dieses Mal hat er sich tatsächlich was Schönes einfallen lassen, hat eigene Etiketten kreiert, die er auf die Gläser klebt. Und hat die Gläser verschenkt und auf dem Etikett steht dann drauf: Herzlichen Glückwunsch von mir und meinem Volk. Pretty nice. Dann nahm sie sich zusammen und betrachtete die Leiche, die noch mit halb geöffnetem Mund und weit offenen Augen auf der Seite lag. Schnell näherte sie sich, um die einstmals Geliebten das letzte Lebewohl zu sagen und ihm die Augen zuzudrücken, so wie sie es ihm einstmals in ihrer glücklichen Zeit gelobt hatte. Da entdeckte sie das Dokument, das unter dem Nachttisch lag, und dieser Anblick hielt sie zurück. Durchzuckt von einer dämonischen Eingebung, die ihm nun zum Entschluss aufflammte, riss sie das Papier an sich und barg es in einer Tasche unter dem Kleiderrock. Sie hatte eben ihre Kleider wieder in Ordnung gebracht, als die Krankenpflegerin mit der bestürzten Mamsell Andersen zurückkehrte. Einen Augenblick später kamen auch der Gutsverwalter und der Inspektor und nach noch andere von den Leuten des Gutes. Die ganze Nacht hindurch umstanden weinende Menschen das Sterbebett, bis sich gegen Morgen die Diener des Gerichts einfanden, um Siegel auf die Behälter des Verstorbenen zu setzen. Einige Tage später wurde Gutsbesitzer Engelstoft von dem Gotteshause der Gemeinde aus unter dem großen Zulauf von Neugierigen aus Stadt und Land begraben. Obwohl in der Bekanntmachung des Todesfalles ausdrücklich gestanden hatte, dass die Beerdigung in aller Stille vor sich gehen solle, waren um die Mittagszeit alle Wege in der Nähe der Kirche von oben vom Turm aus, wo der Küster saß und Ausguck hielt, wie Ameisensteige zu sehen. Fuhrwerke und Fußgänger wimmelten in den herbstlichen Sonnenschein gleichsam auf der Erde auf. Alle Hofplätze unten im Dorf waren schließlich vollgepackt von allerlei Wagen. Die flotten Landauer der Honoratioren aus den Städtchen standen hier Seite an Seite mit den ungemalten Häuslerkarren, und draußen auf den noch grünen Wiesen liefen die fremden Pferde angepflockt in ihren Leinen herum und wieherten einander zu wie auf dem Tierschauplatz. Es hatte überall eine große Erregung hervorgerufen, dass die Kröte an das Sterbelager des Gutsbesitzers gerufen worden war. Und die Überraschung über ihr Kommen war zur Verblüffung geworden, als Frau Engelstoft nach dem Tode des Gutsbesitzers ruhig auf Sophienhöhe wohnen blieb und die Leitung ergriff wie diejenige, die dort wieder Macht und Gewalt besaß. Gleich am Morgen nach dem Todesfall hatte sie den Gutsverwalter, den Inspektor und den Vogt zu sich beschieden und ganz wie in alten Tagen Befehle erteilt und Abrechnungen von ihnen gefordert. Gleichzeitig verlautete es im Schloss, dass es zu einer Versöhnung zwischen den geschiedenen Eheleuten gekommen sei und dass der Gutsbesitzer schließlich die Schenkungsurkunde vernichtet habe, sodass Frau Engelstoft jetzt im Namen der Tochter wirklich rechtmäßig über all seinen hinterlassenen Besitz verfügte. Die Geschichte klang glaubwürdig genug. Es war kein Geheimnis, dass der Gutsbesitzer ein Jahrbruder gewesen war. Und die Kröte hatte es ja früher gezeigt, dass sie es verstand, Nutzen aus seiner Schwäche zu ziehen. Das böse Teufelsweib, all die Furcht und der Abscheu, die sie in vergangenen Jahren den Leuten in der Gegend eingeflößt hatte, quoll wieder in den Gemütern auf. Namentlich auf Sophienhöhe selbst war die Erregung groß, hatte man doch den Versuch gemacht, sie mit Gewalt zu vertreiben. Am selben Abend, als die Leiche des Gutsbesitzers, begleitet von reitenden Knechten mit brennenden Fackeln zur Kirche gebracht war, wurden ein paar faustgroße Steine durch die Fensterscheiben in dem Flügel, in dem sie sich aufhielt, hineingeworfen. Und am Abend darauf hatten Scharen von den Leuten auf dem Gut, Knechte wie Mägde, sich unter ihren Fenstern aufgestellt und geheult und geschrien. Jetzt saß sie da oben im Chor der Kirche, neben dem Blumenhügel, der den Sarg verdeckte, in herkömmliche Witwentracht gekleidet, mit einem langen, dichten Schleier vor dem Gesicht. An ihrer Seite saß die Tochter, das blasse kleine Fräulein Esther, mit vom Weinen geschwollenen Augen.
Der menschenfreundliche Küster hatte ihre hochlehnigen Stühle so weit nach vorne angebracht, dass der Anwesenden so viele wie nur möglich sie in ihrer Trauer beschauen konnten. Auf gewöhnlichen Rohrstühlen hinter ihnen saßen einige von den entfernten Verwandten des Verstorbenen, und drüben auf der anderen Seite des Sarges war ebenfalls eine Reihe von Stühlen aufgestellt für die Honoration der Gegend und für die nächsten Freunde des Hauses. Frau Engelstoft saß unbeweglich mit hochgetragenem Kopf und geradem Rücken. Ihre Hände ruhten wie gefesselt im Schoß. Es lag etwas Versteinertes über ihr. Aber hinter ihrem langen Witwenschleier war sie lauter Aufmerksamkeit, wie durch ein Helmgitter starrte sie dadurch hinaus und betrachtete aufmerksam die langen Reihen Gesichter da unten in dem Halbdunkel der Kirche, die hunderte von Augen, die alle auf sie gerichtet waren. Da war auch nicht einer, der sich räusperte, ohne dass sie aufmerksam wurde. Nicht zwei, die zusammen flüsterten, ohne dass sie sie misstrauisch beobachtete. So kannte ihr sie ihre Bosheit, ihre Schadenfreude und ihr unbezwingbares Zusammenhalten, in denen die Kraft der Gemeinheit besteht. Allmählich, als sich die Kirche füllte und die Honoration sich einfanden, die Beamten in Uniform mit weißen Handschuhen, musste sie an das Begräbnis ihres Vaters vor bald 30 Jahren denken. Es waren dieselben offiziellen Ehrenbezeigungen, es war eine ähnliche Horde von übersättigten Herren, mit oder ohne Uniform, wie sie damals als Ehrenwache um den Sarg saßen. Die Freunde ihres Vaters, die gute Miene seiner närrischen und verbrecherischen Selbstvergötterung gemacht hatten, solange nur Hoffnung auf noch ein üppiges Mittagessen auf seine Kosten war. 3 Wochen später, als das Heim bis auf die kahlen Wände geplündert wurde, hatte die ganze Bande den Rücken gekehrt. Nicht einer von diesen Schmarotzern hatte auch nur einen Finger gerührt, um das Unglück abzuwenden. Sie war selbst zugegen gewesen, als die Diener des Gerichts kamen und die Mutter ihnen ihre Schlüsselbunde übergeben musste. Sie war damals 12 Jahre alt, aber bis an ihren Tod würde sie sich des Auftritts erinnern. Ohne recht zu verstehen, was hier vor sich ging, hatte sie sich mit ihrem Schrei nach dem Hardesvogt an Assistenten in den Weg gestellt, als er die Schatulle der Mutter, das Heiligtum des Hauses, öffnen wollte. In ihrer kindlichen Einfalt hatte sie ihm mit der Polizei gedroht. Jetzt schwieg die Kirchenglocke. Es wurde ein kirchliches Lied gesungen und der alte Propst stellte sich zu den Häupten des Sarges auf. Mit den gefalteten, auf seinen vorspringenden Bauch wie auf einem Betpult ruhenden Händen starrte er hinaus über die Versammlung, die da unten in der Kirche jeden Platz bis zu den armen Bänken an der Eingangstür füllte. Ja, auch draußen vor der Tür drängten sich die Leute Kopf an Kopf bis weit hinaus auf den sonnenbeschienenen Kirchhof, wo ein Verein mit seinem Banner und 4 Messingbläsern, die einen Choral über das Grab blasen sollten, aufgestellt war. Der Propst hatte noch nicht lange gesprochen, als es schon allen klar war, dass das, was das Gerücht von der Schenkungsurkunde des Verstorbenen berichtet hatte, wirklich eine Tatsache war. Seine einfältige Rede formte sich zu einer feierlichen Wiedereinsetzung von Frau Engelstoft in alle ihre ehemaligen Würden. Freilich erkühnte er sich nicht, seine gewöhnliche Begräbnisendung, die untröstliche Gattin des Entschlafens, anzubringen, umso fleißiger aber benutzte er Ausdrücke wie die lieben, ehrwürdigen und tief betrübten Hinterbliebenen und machte dabei eine alleruntertänigste Verbeugung nach Frau Engelstoft hinüber. Unten in der Kirche wurde aus dieser Veranlassung ein wenig getuschelt. Aber der Propst war ein schuldenbelasteter Mann. Seine Pfarre war nicht groß. Das Feiertagsopfer aus Sophienhöhe durfte nicht verscherzt werden. Nach seiner Rede wurde wieder ein Kirchenlied gesungen und dann trat der Kaplan vor, um die Feierlichkeit zu beschließen. Sein blondlockiger Knabenkopf nahm sich sonderbar aus über dem langen schwarzen Talar mit dem mittelalterlichen Tollenkragen. Kaplan Biering gehörte der Jugendmission an, einem dieser Wirbelwinde, die sich jetzt mit jeder neuen Generation in dem beschlossenen Haus der Kirche durch Druck von außen her erheben, den Staub da drin ein wenig umherbewegen und für eine kurze Weile die schläfrigen Altarkerzen aufflammen oder schwelen machen.
Sein Wort hatte namentlich den Weg zu der Jugend gefunden und zu denen von den Älteren, die nicht so alt waren, dass sie sich noch erinnern konnten, wie auch der Propst seiner Zeit als ein solch froher und hoffnungsvoller Bote doch erschienen war, mit Glauben an die glückliche Wiederbelebung des Gemeindelebens.